Willst du was essen? Und da sind wir wieder. So, auf dem Spielplatz sind wir nun. Wippe? Ich war schon seit Ewigkeiten nicht mehr auf seiner Wippe. Hast du Lust? Ja. Komm, Dad, lass mich fliegen. Auf so eine Art und Weise irgendwie traurig, weil er hat ja seinen anderen Sohn verloren, wegen so einem Autounfall. Und was mit seiner Frau ist, weiß man gar nicht. Da sind wir momentan... Ne, wissen wir noch nicht viel. Drehkarussell? Lust auf das Drehkarussell? Ich wette, ich kann dich so schnell anschieben, dass du nicht drauf bleibst. Klasse! Dann wollen wir mal. Da ist nichts. Los, Dad! So schnell wie du kannst! Schneller! Schneller! Na los! Schneller! Schneller! Ein gutes Astronautentraining. Das ist mal eine Schaukel. Willst du auf die Schaukel gehen? Ich schub's an. Okay. Oh. Du schubst mich ja gar nicht an. Los, Dad, so schnell wie du kannst. Warum hörst du auf? Na gut, nochmal. Hehehehe.
Spiel nicht mehr weiterspielen. Spaßverderber hier. Sieht ganz nach Regen aus. Wir sollten gehen. Okay. Weißt du, manchmal denke ich an früher. Ich meine, als Jason noch da war. Manchmal wünschte ich, alles könnte wieder so sein wie früher. Ich auch schon. Ich auch. So, dann lass uns mal, ne? Nee, da geht's doch raus. Komm. Na gut. Hey Dad, kann ich bitte mit dem Karussell fahren? Darf ich? Klar. Such dir ein Pferd aus und steig auf. Ich hol die Karte. Mitten auf dem Spielplatz. Habe ich auch noch nie gesehen. Einmal. $1. Das ist wieder so eine Einbildung. Vielleicht in dein Zimmer. Sean! Sean! Da hat er nun den weiteren Sohn verloren. Das weiß man nicht genau. Vielleicht war das auch nur Einbildung. Ja, dieses Spiel Heavy Rain stammt noch von der Zeit PS3. Wurde dann auch remastered für die PS4.
Glauben Sie, es dauert lang? Nein, er ist bald fertig. Keiner hat was gemerkt. Zeitvertreib. Und schon wieder die Brille aufsetzen. Ich bin weg, Charlene. Ich schaue mir die Berichte später an. Sagen Sie alle Termine heute okay. ab. Okay. Oh, Captain. Agent Norman Jaden vom FBI ist hier. Jaden, natürlich. Wir haben Sie erwartet. Ich bin etwas in Eile. Kommen Sie mit? Wir unterhalten uns auf dem Weg. Ja, sicher. Ich wollte mich bei Ihnen noch vorstellen, bevor ich mit der Arbeit beginne. Oder passt es Ihnen gerade nicht? Doch, doch. Es passt. Ich muss zur Pressekonferenz. Die sind jetzt täglich. Es ist nicht einfach, immer etwas für die zu finden. Zum Glück haben wir heute Neuigkeiten. Haben Sie schon Lieutenant Blake getroffen? Ja, was macht der denn? Ja, heute Morgen. Hey, Jack! Haben Sie schon Lieutenant Blake getroffen? Ja, heute Morgen. Er hat so seine Methoden, ist aber ein guter Mann. Sie kommen sicher gut klar. Können Sie eine Krawatte binden? Ich glaube schon. Ehrlich gesagt, ich war nicht scharf auf das FBI, aber die Presse belagert uns. Der Origami-Killer-Fall erwischte uns und ist jetzt von nationalem Interesse. Hunderte von Mördern laufen frei rum. Aber Sie wissen ja, dieser Typ ist exotisch. Hinterlässt Blumen und Origami-Figuren. Kapier das einer. Dann kriegt die Presse Wind davon und wir sind der Mittelpunkt der Welt. Ich bin hier, um einen Serienmörder zu schnappen. Bei allem Respekt, Sir. Alles andere geht mich nichts an. Nein. Natürlich nicht. Ich bitte Sie nur, dass es vorangeht. Und zwar schnell. Die Presse will einen Täter. Und wir müssen ihn servieren. Auf einem Silbertablett. Nicht schlecht. Gehen Sie zu Charlene. Sie zeigt Ihnen Ihr Büro. Kommen Sie zur Pressekonferenz, wenn Sie das interessiert. Da bekommen Sie einen Eindruck vom politischen Klima hier. Danke, Sir. Willkommen im Club, Jaden. Machen wir mal unter Cheyenne. Müsste eigentlich geradeaus sein. Oder doch nicht? Ach nee, das war ja da vorne, genau. Schöne Uhr. Oh, das ist das Geschenk für unsere neuen Lieutenants. Wir kaufen bei jeder Beförderung seit 20 Jahren immer dieses Modell.
Wissen Sie, sowas ist sehr nützlich und es kommt immer wieder gut an. Sie können gern was dazugeben, wenn Sie möchten. Wir brauchen noch was. Sagen Sie Larry meinen Glückwunsch. Das mache ich sehr gerne. Captain Perry sagt, Sie zeigen mir mein Büro? Ja, natürlich. Kommen Sie. Bin mal gespannt. Oder ist das so ein Billigbüro? Hey, was macht er da? Nicht umdrehen hier, Minion. Das? Das ist mein Büro? Sie sollen hier erstmal warten. Wenn Sie etwas brauchen, sagen Sie Bescheid. Okay, Zeit zu arbeiten. Schnell hinsetzen. Kein Rechner, kein Computer. Ist ja das Gleiche. Schritt 1. Das Büro wechseln. Was ist das denn? Wow. Auch nicht schlecht. Das ist doch nicht schlecht, du. Alle entfernen. Ah ne, das hatten wir noch nicht. Warte mal. Das hatten wir noch nicht. Das hatten wir schon. Das auch. Das auch, oder? Ja. Öffnen. Umgebung, Aktien, Karte. Acht Opfer in den letzten 3 Jahren. Alles Jungen im Alter zwischen 9 und 13. Keine Anzeichen von Gewalt.
Die Opfer verschwinden tagsüber von öffentlichen Plätzen. Niemand bemerkt irgendwas. Die Leichen tauchen nach 3 bis 5 Tagen auf. Ertrunken. In Regenwasser. Der Killer hat einen großen Aktionsradius. Er gewinnt schnell an Sicherheit und verlässt den Ausgangspunkt. Was das Geoprofiling nicht einfacher macht. Origami-Killer. Ach, das ist der Massenmörder. Das gleiche Ritual. Ein Origami in der Hand, Orchidee auf der Brust. Die Opfer sind beim Auffinden weniger als 6 Stunden tot. Sie sind also noch ein paar Tage am Leben, bevor sie ertränkt werden. Über 3500 Menschen befragt. Mehr als 100 Verdächtige verhört. Und keine einzige Spur. Gucken, Umgebung, Hinweise. Sieh an, es gibt etwas Neues. AI-Eintrag. Reifenspuren am Rand der Fahrbahn hinter der Bahnlinie. Der Wagen des Mörders? War wohl nix. Keine Abdrücke oder Hinweise. Hilft nicht gerade viel. Die Orchidee, glaube ich, ja. Eine verbreitete Art. Das hilft nicht viel. Der Killer fährt wahrscheinlich einen 83er Chevrolet Malibu. Harry schließen. Schon wieder. Ich wasche mir lieber das Gesicht. Ich muss etwas nehmen. Ich werde sonst ohnmächtig. Oh, was kann das sein? Alles okay. Ich weiß, ich schaff das. Ich weiß, ich schaff das. Das ist Lieutenant Blake, Mr. Mars. Erzählen Sie ihm, was passiert ist. Es war heute Nachmittag. Ich ging in den Park mit meinem Sohn Sean. Wir haben ein wenig zusammen gespielt. Dann wollte er auf das Karussell, also setzte ich ihn auf eines der Holzpferde. Und als ich mich umdrehte,
schon verschwunden. Um exakt wie viel Uhr waren Sie im Park? Überlegen Sie genau, Mr. Mars. Jedes Detail kann wichtig sein. Es war ungefähr... Hm. 16.15 Uhr. Ja, genau. Ich bin sicher, ich habe auf die Uhr im Park geschaut, als ich ankam. Was trug Ihr Sohn, als er verschwand? Er trug eine Jacke. Was war das nochmal? Braun, beige, grün... In Schwarz. Schwarz. Und eine Hose. Boah, was war das denn nochmal? Habe ich gerade nicht darauf geachtet. In beige. Wie konnte Sean verschwinden, ohne dass Sie es merkten? Waren Sie nicht bei ihm am Karussell? Nee, wir waren dabei. Was ist denn da? Kleiner Spaziergang. Ja, ja klar. Ich war nicht weg. Ich hab dem Karussell nicht zugesehen. Wie konnte Sean dann verschwinden, wenn Sie das Karussell die ganze Zeit im Auge hatten? Ich hab keine Ahnung. Ich versteh's einfach nicht. Sie waren mit Ihrem Sohn nach der Schule im Park. Sie meldeten sich hier um 20.15 Uhr. Warum sind Sie so spät zur Polizei gekommen? Ich war in der ganzen Nachbarschaft. Ich dachte, er könnte nicht weit sein. Okay, das war's für den Moment. Sie können gehen, Mr. Mars. Wir suchen Sean die ganze Nacht. Wir werden uns melden, wenn wir Sie brauchen. Glauben Sie, der Origami-Killer? Hören Sie, vermutlich ist Ihr Sohn nur weggelaufen und kommt bald wieder. Und wenn es der Origami-Killer ist? Dann haben wir noch 4 Tage, um ihn lebend zu finden. Nein, noch nichts. Aber sie suchen die ganze Nacht. Glaubt man, dass es der Origami-Killer ist? Grace, das kann man noch nicht sagen. Aber es ist eine Möglichkeit. Was ist passiert, Ethan? Wie konntest du Sean verlieren? Du hättest ihn nie aus den Augen lassen sollen. Verdammt, ist es denn so schwer, auf ein Kind im Park aufzupassen? Warum hast du ihn allein gelassen? Warum? Hat Jason zu verlieren nicht gereicht? Entschuldigung. Das wollte ich nicht sagen. Ich vermisse ihn so sehr. Erinnerung. Warte mal, abhören die. Richten Stick aus. Und wieder mal Detektiv. Und das war's mit dieser Folge. Und ja, dranbleiben.